Nämlich bei, als Pi und ich das gespielt haben, war das richtig scheiße. Aber als ich es hinterher gespielt habe, war es total easy. Also eigentlich ein ziemlich cooles Level. Okay. Ich überlege mir auch noch, ob ich da den offiziellen Weg gehen soll oder den inoffiziellen. Ja, tschüss. Ist einfach zu lange gebraucht, dieser Scheißstein endlich zerbrach. Brachland. Badlands. Okay. Oh ja! Ich kann mir hier eigentlich die ganze Zeit immer so ein bisschen ins Büchsken. Okay, wunderbar. Hat schon mal zumindest geklärt. Okay, wunderbar. Ich glaube, das funktioniert so sogar ganz gut. Jawohl! Hat sogar funktioniert, aber oben sind es drei. Da funktioniert das leider nicht ganz so gut. Ich muss mir eigentlich quasi merken, wo die Spacken immer hinspringen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie hab ich das denn gemacht? Jetzt muss ich bloß irgendwie zurückkommen. Oh, bin ich dumm. Oh, bin ich dumm. Oh mein Gott! Bitte tötet mich. Alter Vater. Hui. Okay. Okay, ich wollte wenigstens kein Leben verlieren. Okay. So quasi der Sudden Death Totenkopf. Oh, bin ich. Oh, mein Gott. Guck doch, mach doch mal die scheiß Glubsche auf, Dennis. Eine ganz verrückte Musik. Die mich jetzt nicht unbedingt fröhlich stimmt. Beziehungsweise mich in irgendeiner Form beruhigt. Scheiße. Ja! Ich bin aber auch so dumm, ne? Mein Gott, warum warte ich nicht einfach eine Runde ab? Ich hasse mich. Schalala. So, okay. Hi. 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 Das hätten wir schon mal. So, okay, der muss rechts sein, ja. Danke, danke. Runter. Und jetzt wieder direkt hoch und weg und tschüss. Okay, 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 okay. Ja, okay, haben wir das schon mal geklärt. Also der erste Move ist auf jeden Fall relativ einfach. Einfach nur gegenlaufen. Und da habe ich irgendwo eine Pause gemacht. Oder ich bin einmal kurz zurückgegangen. Also ich muss jetzt eigentlich genau umgekehrt machen. Vielleicht. Ja, ja. Okay. Oh mein Gott. Boah, schaffe ich das? Das wäre zu geil. Yes! Oh mein Gott! Ja, das Level geschafft. Nyx unlocked. Ja, wunderbar. Wunderbar. Was will man mehr? Next Stage. Letztes Level, meine Damen und Herren. Und zwar basiert das hier einfach nur alles letztendlich auf, ja, wie soll man es nennen? Auf diese lustigen, geilen Sprünge. Diese hier. Hui! Und hoi! Das Schöne ist, ich kann die einigermaßen. Und das hier wäre jetzt eine Abkürzung gewesen. Die will ich eigentlich nur ungern nehmen. Aber jetzt habe ich schon mal den... Ich nehme den auch nicht, die Abkürzung, weil es wäre ja zu einfach. Ich nehme jetzt den offiziellen Weg. Wir hatten damals echt so unfassbar viele Schwierigkeiten. Dam, 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 dam. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt irgendeinen Stachel gibt. Aber schaut euch an, wie ich hier durch, wie ein junger Gott durch das Level sprinte. Ja, Pi, ich hoffe mal, du bist stolz auf mich, ne? Der Dennis ist noch lernfähig und das trotz des hohen Alters. Voll. Dang, dang. Und damals haben wir uns echt einen abgebrochen. Da kannten wir auch die Abkürzung nicht. Aber jetzt einfach mal mit einem Perfect. Mit einem Perfect bestanden. 1 Minute habe ich dafür gebraucht, ernsthaft? Wunderbar, okay, holen wir uns den letzten Schatz, bevor wir dann letztendlich zum Endgegner gehen. Ding, ding, bau, 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 bau. Okay, Moment. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ah, hier oben bestimmt, ne? Jo! Jo! Komm ich da nochmal raus, oder? Okay, ich dachte schon. Das war's jetzt, Dennis. Schön. Oh, wunderbar. Okay. Der Endgegner, ich muss erstmal
gucke, wie der überhaupt nochmal funktioniert. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich fand die Lava-Welt eigentlich schlimmer als diese Welt hier. Und? The Lost Artifact, the Key of Sovereign. Ding, 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 ding. Hallo, Maus. Curly unlocked. Ja, wunderbar. Jetzt schalten wir hier aber alles frei. Holla, je Waldfee. Gut. Dann ab zum Endgegner. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr so genau, wie der funktioniert. Wie viel Leben haben wir dazu bekommen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, das waren nicht viele, ne? Ich bin mir da jetzt wirklich nicht sicher. Aber wir sind jetzt hier schon in der Goldkammer. Was geht ab, Maus? Ah, jetzt muss ich erstmal die Schlüssel hier abgeben. So, Nummer 2. Das ist nämlich die Kammer von, wie hieß das? Pokémon? Oder Pokémon? Nicht, dass es hier jetzt auch einen Totenkopf gab, ne? Was ich jetzt gerade gar nicht so ausschließen möchte. Ja, scheiße. Moment. Ich will zur Weltkarte gleich einmal, bitte. Scheiße, Mann! Ja, okay, ich glaube nicht. Das ist der Endgegner. This is a fucking Endgegner. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie der funktioniert, ne? Oh, die Musik ist auch ganz schlimm. So, der springt eigentlich erstmal dahin, wo ich gerade stehe. Und dann kann man nämlich einmal den hier beschießen. Dann ist er nämlich böse, macht Stacheln. Und Flammen. Ja, natürlich, die habe ich jetzt vergessen. Also, okay, ich gehe direkt so hinter dem. Dieses Bossgeräusch ist auch geil. So, wunderbar. Ja, flame ruhig mal ein bisschen rum. Kein Problem. So, machen wir mal die zweite Runde. Ich glaube, dreimal müssen wir ihn treffen und dann kommt er in den Rage-Modus und ab dann wird es eigentlich erst schwierig. Wunderbar. Ums. Oder viermal treffen? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt passiert sowas. Ah, okay, und das ist halt das Schwierige. Weil der macht dann nämlich die ganze Zeit seine Scheißstacheln. Und ich weiß nicht, wie oft man ihn dann da treffen muss. Ich glaube, zweimal nochmal und dann ist er nämlich, glaube ich, auch schon Geschichte. Was nervig ist halt immer, dass man immer wieder diese erste Stufe so gesehen machen muss. Ja, okay. Und das war's. Da kommen wir nicht mehr hin. Einfach alles kaputt machen. So. Und danke. Ups. Aber bis Pi und ich auch mal gepeilt haben, wie der Arsch funktioniert, ne? Das sind auch ein paar Jahre ins Land gezogen. Uiuiuiuiui. Das war ganz schön knapp, du. Holla, die Waldfee. Jetzt bist du noch nicht böse, ich weiß. Ja, ich lasse ihn noch mal einmal nach vorne kommen. Bevor die gleich in seinen Rage verfällt. Oh, bin ich dumm. Oh mein lieber Gott. Das Coole ist, man kann hier auch, soweit darf ich schon mal spoilern. Man schaltet hier auch die Tina Hawkins frei. Und die kann sich am Kant festhalten. Das heißt, sie könnte quasi direkt hier auf seinen Rücken springen. Könnte sich dann hochziehen. Und das wäre eine ganz tolle Sache. Also auf jeden Fall eine Eigenschaft, die ziemlich, ziemlich, ziemlich praktisch ist. Ich glaube, die Aim ist ja eigentlich so der schwachmateste, wenn man das so sagen kann. Weil er nichts Besonderes kann. So. Dankeschön. Dankeschön. Bums. Weg, weg. Okay, und Nummer 3. Ab geht's. Okay, gut, dass ich das nicht getan habe. Okay, kein Feuer auf mich. Dass ich nochmal ein Stück nach vorne komme. Fuck, das ist ein bisschen zu weit da vorne. Ah! Sack! Ah, fuck, wie ging das nochmal? Auf den fallenden Stein draufspringen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, weil dann hätte ich natürlich eine höhere Ausgangsposition. Okay, 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 okay. Pops. Boah, die Musik, ne? War mich total kirre. Seid froh, dass ihr es nicht so laut hört wie ich. Ist doch überhaupt nicht beängstigend oder sonst irgendwas.
Oder ich muss warten, bis er wieder hochspringt quasi und dann auf seinen Rücken springen, wenn er hier in seinem Rage-Kack da verfallen ist. Komm, einmal nur treffen. Und dann kommen wir wieder zur spannenden Geschichte. So, jetzt geht's ihm nicht ab für eine Mark. Alter, ey, man hat so wenig Zeit, ne? Weg da, weg da. Eieieiei. Nein! Genau dann kommt. Genau. Habt ihr das gesehen? Genau dann kommt da ein Stein, wo ich gerade drauf den Tropf stehe da. Kack, 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 kack. La, 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 la. Ja, komm, mach weg den Scheiß. So, hä? Ach, jetzt kommt er doch nicht nach ganz hinten, ne, der Stein. Ist ja höchst interessant. Komm her, du Schlampe. Hoi! Hoi! Ah, nicht geschafft, okay. Oh mein Gott, hab ich mich da fast selbst umgebracht, wa? Ist halt so. Was willst du machen? Ich glaube, ich versuche dir erstmal ein bisschen nach vorne zu locken, bevor ich ihn das vierte Mal treffe. Oder ich sterbe einfach, weil ich zu doof bin zu gucken. Wer ist es natürlich Option B? Mann, das ist so schade, dass er nichts kann. Der gute alte Aben. Ich werde euch auch nochmal auf jeden Fall den Großteil der Charaktere zeigen. Weil, wie gesagt, die unterscheiden sich halt alle so ein bisschen. Was ich ja persönlich sehr, sehr gut finde auch. Nee, weil ich habe ja glücklicherweise noch den anderen Spielstand, wo ich ja so gesehen alle freigeschaltet habe. So, dann gehe ich jetzt nämlich einmal den Weg hier und dann hau ich jetzt nämlich nach vorne wieder ab. Lass ihn dann zweimal springen. Okay, und jetzt einmal rüber. Oder rum, besser gesagt. Und jetzt habe ich nämlich die wunderbare Möglichkeit. Und eine bessere Ausgangssituation auf jeden Fall. Alter, wie soll ich das denn schaffen? Ich weiß es nicht. Ernsthaft. Ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen überfragt. Okay, und... Nein, schon wieder! Schon wieder, schon wieder, schon wieder, schon wieder! Das kann doch nicht wahr sein! Mann! Mann! Wie viel Pech muss man haben? Das kann doch nicht wahr sein. Ernsthaft. Was ist das denn für eine Kacke? Ich würde auch liebend gern fünfmal direkt treffen, ne? Aber das geht ja leider nicht. Scheiße, ey. Ja, okay, so komme ich auf jeden Fall nicht dran. Man kann es ja mal versuchen. Die Musik macht mich kirre. Oh ja, so sehr. Ich freue mich aufs Fleisch. Lalalala. Ich lasse jetzt auch mit der Positionierung, lasse ich jetzt einfach mal sein, weil ich zu faul bin. So, habt ihr jetzt davon. Oh, so ein Doppelsprung wäre ja richtig fett für ihn hier. Hier, guck mal, der Strider Hiryu kann das doch auch. Oh, ich bin so dumm. Ich hätte es doch fast schaffen können. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich sterbe. Deswegen bin ich eigentlich doch wirklich ernsthaft hammerhart sogar ausgegangen. Ah, shit. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Nein. Okay, okay. Es ist sehr spannend für den Dennis grad. Okay, 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 okay. Oh, Himmel, habe ich ein Glück. Ah, da komme ich nicht dran, leider. Vorne kann ich auf ihn auch nicht drauf springen, weil er ein Arsch ist, nämlich. Okay, okay. Ich bin jetzt gerade sehr konzentriert. Ne? Wollt euch also nicht, wenn ich mal ausnahmsweise die Fresse halte. Oh mein Gott, okay. Ich halte schon viel zu lange durch. Das ist unheimlich. Ich finde jetzt leider einfach keine Möglichkeit. Unbelievable. Oh mein Gott. Himmel. Nein. Da wäre meine Chance gewesen. Stopp. Okay. Okay. Du kleines Arschloch. Und da haben Pai und ich auch so lange dran gesessen an dem Arsch. War aber ein sehr cooles Wochenende auf jeden Fall. Also damals war ich glaube ich... Ich weiß gerade gar nicht, ob ich zuerst bei ihm war. Da haben wir ja mir die E-Mail für seinen Channel aufgenommen gehabt. Oh.
der leider jetzt nicht mehr existiert. Oder warst du erst bei mir? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich habe das rausgeholt, genau. Ja, ich rede gerade mit einem speziellen Zuschauer, genau. Richtig. Oh, zack. Leck mich am Arsch, du Penner. Und jetzt komm her. Was? Wieso gehst du... Oh, danke, dass du mein Leben gerettet hast. Lustiger. Goldkönig. Ach, ich weiß doch auch nicht, was du da sein wolltest. Ich hab mich doch getroffen. Ich bitte dich. Ernsthaft, ne? Ja, tot. Hatte mich zerquetscht, die Sau. Oh, mein Gott, ich habe ihn doch getroffen. Aber ich komme meinem Ziel immer näher, ne? Ist mir das schon mal aufgefallen? Okay, mir auch nicht, aber... la, 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 la. Das funktioniert doch nicht. Das müsst du eigentlich mittlerweile peilen, ey. Ich hasse euch. Dich. Also, speziell die klumpigen Kollegen, die ich hier gerade habe. Da komme ich definitiv nicht dran. Aber hier komme ich dran. Schade, wirklich nicht. Oh, ich habe das Feuer total vergessen. Ich lasse mir auch gerade echt sehr viel Zeit. Dankeschön. Piu. Okay, einmal noch und dann sind wir wieder in der spannenden Phase. Weil das ist ja auch langweilig hier, die erste Stufe. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie oft ich ihn treffen muss. Ich weiß nicht, ob einmal oder zweimal, auf jeden Fall nicht häufig. Ich hoffe, einmal reicht. Das wär sehr toll. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen. Oh nein! Okay. Also alles schön mal wegbumsen. Immer wieder die gleiche Scheiße. Oh, ich sehe immer meine Chance, aber dann setzt der rationale Gedanke aus und von wegen, ja, Dennis, wenn du da jetzt drauf springst, bist du schon 10-mal deswegen gestorben. Aber das funktioniert dann leider einfach nicht. Da sagt man dann hier einfach, töte ihn. Und ich rette dein Leben erstmal.